einmal mit deutschen Meistern um die Wette dribbeln, mit einem Nationalspieler Pässe üben und mit einem Profi-Basketballer dem Ball nachjagen. Für 15 Schüler ging dieser Traum in Erfüllung. In der Grundschule in der Klenzestraße toben die Kleinen mit den ganz Großen. Ich fand es cool, dass sie uns neue Spiele gelernt haben und dass wir neue Menschen kennengelernt haben. Zuerst habe ich eigentlich gedacht, das kann gar nicht sein. Und ja, hat eigentlich ganz Spaß gemacht. Es macht immer sehr viel Spaß, wenn wir eine große Überraschung haben. Und die haben wir ja nicht jeden Tag. Dass gestandene Profis den Zweitklässlern einen Schulbesuch abstatten, ist schon längst ein guter Brauch beim FC Bayern. Der Basketballclub betreut in 25 Grundschulen in München und Freising über 400 Schüler in Sportarbeitsgemeinschaften. Eher zurückhaltend hier. Natürlich sind wir manchmal ein bisschen einschüchternd mit unserer Größe, aber die tauen dann auch mehr und mehr auf. Und dann kommen auch die normalen Fragen, wie groß man ist, wie groß die Schuhe sind, wie alt man ist und all solche Sachen. Einmal wöchentlich betreuen Nachwuchstrainer des FC Bayern die Schüler der zweiten Klassen. Neben der Vermittlung von Basketballgrundlagen gilt es Ausschau nach Nachwuchs zu halten. Ist auch wichtig, dass die Kids, glaube ich, im frühen Alter auch mal was anderes als Fußball sehen. Da gibt es, glaube ich, noch ein oder andere Talent, was man dann auch zum Basketball bringen kann. Aber Hauptsache, sie bewegen sich und haben Spaß dran. Rund eine Stunde verbringen Wladimir Lucic, Danilo Bartel und Leon Radosiewicz mit den Schülern der Grundschule am Gärtnerplatz. Bleibende Erinnerung inklusive. Die waren eigentlich ganz nett und mich hat es auch gefreut. Ich fand es schön, mit den Spiele zu spielen, die ich noch nicht kannte. War ganz schön und es hat viel Spaß gemacht. Ganz anders gefordert sind die Bayern-Basketballer in der Bundesliga. Am Donnerstag ist der Tabellenführer zu Gast bei den MHP-Riesen Ludwigsburg. Es wird ein harter Kampf, es wird ein anderes Spiel als hier in München. Dort sind sie immer noch mal deutlich bissiger, deutlich körperbetonteres Spiel. Das zweite Ligaspiel in dieser Woche bestreiten die Bayern am Sonntag daheim gegen die Basketball-Löwen Braunschweig. Ihr Fanclub ist dann bestimmt um 15 begeisterte Kinder angewachsen.